Liebe Gartenfreunde, willkommen zu einem weiteren Teil zu Gartenwissen to go. Heute, passend zum Herbst, möchten wir euch eine ganz besondere Blume vorstellen, nämlich Bartblumen. Bartblumen erkennen ihr hier daran, dass sie in der späten Saison wunderschön blau blüht. Wie die hier. Bartblumen hat wunderbare Eigenschaften. Das ist eine super wertvolle Insektenpflanze. Unter anderem sind hier auch immer wieder Schwalbenschwänzli dran. Schwalbenschwänzli ist ein geschützter Schmetterling, steht auf der schwarzen Liste und dem sollte man ein bisschen schauen. Wenn ihr also daheim im Garten so eine Bartblume verwendet, dann macht ihr noch etwas Gutes für die Natur. Eine wunderbare Sache. Bartblume hat gerne einen sonnigen Standort. Der heißeste, den ihr im Garten findet. Neben dem durchlässigen Boden lässt sie sich ganz einfach im Winter stark zurückschneiden. Das zeige ich euch nachher. Vorher möchte ich euch aber noch schnell unseren Herbstmix zeigen. Hier ist der Unterschied einfach, hier habt ihr noch ein Purpurglöckchen drin. Das gibt noch ein bisschen Kontrast im Gesamtbild. Hat einen wunderschönen Effekt vor den Haustüren oder sonst im Garten. So, wie versprochen, der Rückschnitt. Ganz einfach. Im laublosen Zustand, also im Winter, könnt ihr ein paar Blumen packen. So, relativ radikal zurückschneiden. So, stellen wir uns vor, das Purpurglöckli. Und da der Thymian wäre nicht mehr drin, dann würde das etwa so aussehen. Und das ist die halbe Geschichte. Das war's schon wieder gesehen. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Adieu miteinander.